So let me introduce you to two ladies who are fairly successful fashion bloggers, if you could say so. They run a blog called Lovely Peppa, and all over the world, I think they have more than 120 Facebook likes. I think they have more than 400,000 followers on Instagram, just to drop a few numbers here. She's recently published her first book, and the blog itself is proof, actually, for the fact that it is a great success story and that it's a great example of how a fashion blog can turn into serious business. So here to enlighten us on how to actually turn your blog into a functioning business. And when they realized that their blog is more than just a little blog, but real like potential, and what they see or where they see their future in digital branding, here to enlighten us on that are Alejandra Pereira, founder, and Maria Cordero, manager of Lovely Peppa International Blog. Welcome. Hi, everyone. Good evening. I'm going to tell you a story about a young woman who is not only my colleague, she is, but my friend. She studied law in university, and when she finished it, she starts to work in a bank. But she didn't like this job, and she's always thinking about how to show her creativity side. She always talked about her passion for fashion, and she used to play fashion games when she was a child, and she's always talked with her mom about her clothes. She was a huge fan of international bloggers and dreamed become one of them. And in 2008, she started with a photolog, and this was the beginning. Now, Lovely Peppa is one of the largest fashion blogs in the world, I think the fifth, more or less. And now I would like to introduce you to her. She's Alexandra Pereira, the founder of Lovely Peppa. Thank you, Maria. I couldn't reach this part without help. I have a wonderful staff, but one is my manager. She's my right hand. She's journalist, and she's personal branding expert in Spain. And she's Maria Cordero. But how did Lovely Peppa start? I started Lovely Peppa in 2009 like a way to express my passion for fashion, my creativity, and my passion for photography. I didn't have any expectations, I didn't have any goals, but suddenly I realized that it has tons of business opportunities, so that's when I started to work more on it. I started to think about it as my job, and I dedicate more time and more effort to it. I began with a minimal equipment and a few local followers. The first month of life, the blog had 286 followers, and in 5 years it reached 3.5 million followers. To give you a context, it's like To give you a context, it's like a little village from Spain called Juzcar. Imagine it actually growing to the size of Madrid, that has also 3.5 million, more or less, of population. So it was a huge group. My equipment, as I told you, it was quite ordinary. I started to work with a small camera, a digital camera in pink, like the one people used to go out with friends and that kind of stuff. And now I have one of the best cameras of the market, a professional one. So my life completely changed in 5 years, you can imagine. And now I can realize the power of the internet. But Maria, how did your grandparents communicate and receive information in the past?
Okay, I'm going to talk you about communication in the past. Communication was extremely slow and expensive. Newspaper, radio, and black and white TV were the only way to receive information and notification of new and exciting products. User feedback was only experienced through word of mouth. And from the last 30 years, my parents talking to me about the slow growing, because they talk about the first computer appears, and it was and it had the size of a room, and I can remember the first mobile phone when I was a child, but now today in this day is the last decade. People can send and receive information almost instantaneously. Wherever you need, whatever you want, you can find it on internet. So when a famous fashion blogger is wearing something, a cloth, a skirt or something, people see it, people love it, and people is going to probably buy it. So for me, it's the most important thing. It's the biggest power. The prescription has a big power on the internet, especially within the fashion bloggers world. Secondhand fan phenomenon, because when you turn into a kind of celebrity, people see what you do and people want to imitate. Fashion bloggers show their lives every day, all day. So they become like in a kind of trust friend. And what we are looking for now is just to create special actions with brands. From the beginning, we started to work with brands, with agencies, to create special actions. I've been working with Maria for 2 years almost, and now we have a strategical plan to make different actions, not the kind of advertisement that everybody does. We want to do something different. We want to create personalized actions. Very lovely Peppa, very Alexandra. We want to do something different from the other ones because we think this is the key to open the market, to expand it, and to become more professional. So. La experiencia de viajar son esos primeros segundos, incluso antes de abrir los ojos. Despiertas en una cama que no es la tuya y recuerdas dónde estás. Ayer llegaste a París, la ciudad más fantástica del mundo, y que por un día esta será tuya. Cada viaje es único, diferente a todos los demás. Nunca habrá dos iguales. Creo que nosotros no hacemos al viaje, sino que el viaje hace a la persona. Por eso no me canso de viajar, hacia afuera, pero también hacia adentro. Es imposible no sentirte viva en París. Es una ciudad que inspira, provoca adicción, a mí me arrastra y me hace soñar. Y tras vivir el bullicio de la ciudad, agradeces por un momento sentirte como en casa, pero sumándole esos detalles que son un guiño de alguien que está ahí detrás, cuidando de ti en la gran ciudad, que a veces ni siquiera llegas a poner cara, pero que hacen del viaje algo mucho más emocional. Y meterte en la cama, calentita, con las sábanas suaves. Y antes de cerrar los ojos, escribir todo lo vivido. Okay, this is one example for a great campaign, and all the media talk about this because it was the first campaign with a blogger, with a Spanish blogger. I don't know what is going to happen, but I think it's going to grow, and all the brands wants to work with us because they have a very special return of investment. So we have to work
on giving us the perfect platform to show their products and obviously for the consumers. So that's all for us. Thank you so much. Thank you. So let's take it from an international female point of view to a national male point of view and welcome the co-founder and editor of Dandy Diary, which is the biggest male fashion blog in Germany, which has grown to an, well, yeah, you can say that, individual fashion and culture platform. Please welcome Jakob Haupt, co-founder and editor for Dandy Diary. Hallo. Ich mache das auf Deutsch, weil hier sind größtenteils Deutsche und ich bin echt ein bisschen versoffen von gestern, habe auch keine Lust auf Englisch. Obwohl ich meine Notizen auf Englisch gemacht habe, von daher entschuldigt bitte, wenn das ein bisschen durcheinander geht. Das ist aber ein schönes, aufgeblasenes Foto. Genau, ich bin Jakob von Dandy Diary und ich möchte so ein bisschen erzählen, wie wir Dandy Diary sozusagen aufgebaut haben, womit wir angefangen haben und wie wir Dandy Diary zu der Marke machen konnten, die wir, wie wir sie jetzt haben. Das Ganze steht ja unter dem Begriff Digital Branding und da muss ich direkt mal sagen, Digital Branding, weiß ich gar nicht genau, was das sein soll. Ich würde es einfach mal generell als Branding auffassen, weil ich glaube, dass relativ egal ist, ob man digital, online oder offline brandet. Die Marke ist da und es ist egal, ob sie im Internet da ist oder ob ich jetzt vor euch stehe. Genau, wie haben wir angefangen? Dandy Diary wurde gestartet von meinem Kollegen David, der nicht da ist, weil er auf einer After-Hour gestern ein bisschen länger war und jetzt irgendwie gerade ausnüchtert. Das hat er gegründet als Universitätsprojekt. Und zwar hat er an einer privaten Modeuni studiert und das war natürlich langweilig wie Sau. Und dann hat er als Abschlussarbeit einen Blog gegründet. Das war damals relativ neu, das gab es noch nicht. Und die Intention von ihm war, Männermode sozusagen online zu besprechen. Weil er hat damals, und das ist eigentlich eine ganz witzige Sache, Männermode gegoogelt und ist nur so auf schwulen Pornoseiten gelandet. Was es also nicht gab, war ein heterosexueller Look auf Männermode. Das hat er gestartet, ist relativ schnell ganz gut angekommen mit dem Blog, weil es das eben noch nicht gab. Ein heterosexueller Mann, der über Mode schreibt. Und dann hat er irgendwann mich gefragt, ob ich nicht mitmachen will, weil es dann ein bisschen zu viel Arbeit wurde. Dann haben wir sozusagen gesagt, ja gut, machen wir aber nur, wenn wir möglichst groß das Ganze aufziehen und irgendwie das nicht so nebenher machen, sondern wenn Vollzeit und richtig und mit ordentlich Power. Das mit Vollzeit machen wir zwar jetzt auch und das ist unser Hauptjob, ist aber nicht so, dass wir jeden Tag 8 Stunden arbeiten müssten, was das wirklich angenehm an unserem Job ist. Unsere Brand-Positionierung damals war relativ einfach, 2 heterosexuelle Männer schreiben über Mode. Das war aber eben spitz genug, um damit rauszustechen, trägt aber jetzt nicht über mehrere Jahre. Also haben wir uns nach den ersten Monaten, die wir dann zu zweit das Ganze gemacht haben, überlegt, okay, wie können wir die Marke sozusagen weiterbauen? Was können wir machen, um Dandy Diary als Marke voranzubringen? Wir haben dann schnell festgestellt, dass es ein bisschen langweilig ist und dass das irgendwie jeder macht, wenn man im Prinzip online über Mode berichtet. Blogs gibt es zuhauf, was weiß ich, wie viele Millionen wahrscheinlich. Modeblogs sowieso und das ist natürlich alles irgendwie so der gleiche Brei und so richtig kann man da nicht rausstechen, wenn man jeden Tag über die neuen Adidas-Turnschuhe schreibt. Also haben wir uns überlegt, was können wir machen, um die Marke Dandy Diary bekannter zu machen. Klar, der eine Schlüssel ist natürlich, sein eigenes Gesicht herzugeben, sozusagen sich selbst seine Fresse dahin zu halten und Fotos zu machen. Das ist immer ein bisschen peinlich, aber das ist eigentlich ein ganz guter Weg, um die Marke bekannt zu machen. Und funktioniert bei uns ganz gut. Das geht so weit, dass wir im Berghain angepöbelt werden von irgendwelchen besoffenen Jungs, die dann sich freuen, dass sie Dandy Diary treffen. Und natürlich unsere Namen auch nicht kennen, aber uns so anschreien, hey, du bist doch Dandy Diary. Ja, ich bin Dandy Diary, geil, genau, mich selbst zur Marke gemacht, cool. Hat funktioniert. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass es eben nicht nur reicht, sozusagen über Dinge zu berichten, also sozusagen was zu nehmen, was jemand anders gemacht hat und das zu bewerten, sondern auch eigene Sachen zu machen. Wir haben uns dann überlegt, dass wir eigene Projekte starten wollen, eigene Videos machen, eigene Produkte sozusagen entwickeln. Damit sind wir ganz gut angekommen und zwar haben wir, ich glaube, das war 2011 oder 2012, ich weiß gar nicht genau, haben wir einen Fashion-Porno gedreht. Das war der erste Fashion-Porno, den es jemals auf der Welt gab, was an sich schon mal neuigkeitswert ist. Porno kommt total gut an, Fashion kommt total gut an und da haben wir das auch noch in Neukölln in so einem Sex-Shop gezeigt. Und da kam die ganze Modepresse sozusagen, die ganzen
ja, was weiß ich, Gala und Vogue-Spießer sozusagen in diesen schmutzigen Sexshop mussten sich in diese Wix-Kabinen-Kino setzen und sich dann Porno angucken, weil sie irgendwie natürlich dabei sein wollten bei dem neuen heißen Ding. Das hat für uns super funktioniert. Das war im Prinzip unser Durchbruch, wo wir Bekanntheit erreicht haben, die über diese kleine Modebranche hinausgeht. Das hat uns direkt an die Seite auch komplett zerstört, weil Spiegel Online was darüber berichtet hat. Und wenn Spiegel Online was berichtet, dann hält dann keine andere Seite mehr mit. Wenn die einmal einen Link machen, dann stürzt die Seite ab. Von daher ist unsere Seite offline gewesen, was das Beste ist, was uns passieren konnte. Weil wenn die Seite offline ist, dann ist natürlich, fragen sich Leute, okay, was ist das? Das muss ja total geil sein. Und dann danach ist es wahnsinnig durch die Decke gegangen. Dann hat zum Glück auch keiner mitbekommen, dass wir dann unsere Seite auch noch vom Kinderschutzbund gesperrt bekommen haben, weil wir pornografisches Material Jugendlichen und Kindern zugänglich gemacht haben, ohne eine Alterswarnung davor. Das ist so ein bisschen untergegangen zum Glück, aber das hat uns auch nicht geschadet. Und die Klagesumme mussten wir dann auch zum Glück nicht zahlen. Das war 500.000 übrigens. Was blöd gewesen wäre, was uns echt wehgetan hätte. Und ist auch so eine Summe, die kann man sich nicht mal eben leihen. Tatsächlich war aber genau das, dass wir im Prinzip auf 500.000 Euro verklagt wurden, auch wieder so eine Geschichte, die in der Presse ganz gut lief. Das heißt, wenn die Presse darüber berichtet, ein Blog wird auf 500.000 verklagt, da muss ja irgendwas mit diesem Blog sein. Das kann ja nicht einfach irgendwie ein völlig egales Ding sein, sondern das hat dann im Prinzip auch nochmal so zur Wertigkeit beigetragen. Dass wir dann im Endeffekt irgendwie eine Spende machen mussten, das war dann nicht mehr so ein Nachrichtenwert. Genau, dann haben wir uns gedacht, wir machen eben nicht nur diese Geschichten wie eigene Projekte, eigene Filmchen und kleine lustige Dinge, sondern wir wollen auch von dieser ganzen Online-Welt, von hier www.dannydiary.de auch mal offline gehen. Im Prinzip mit unseren Lesern in eine direkte Interaktion treten und ja, im Prinzip das, was wir online vorbeten, auch offline umsetzen. Das ist ja auch was, wovon übrigens ein Blog lebt. Also ein Blog ist natürlich das, oder bei uns, bei einem Modeblog ist es so, die Leute wollen nicht nur, dass ich sage, hier die Raf Simons Adidas Schuhe sind total geil, sondern die wollen auch, dass ich es tatsächlich anziehe und zeige. Also ich zeige somit, das kann man wirklich tragen und ich trage das auch im Alltag. Von daher war dieses Offline-Gehen eigentlich nur logisch. Wir haben das damit gemacht, dass wir zur Fashion Week, wie auch gestern, eine Opening-Party veranstaltet haben, vor 2,5 Jahren zum ersten Mal. Und das hat auch super eingeschlagen. Das gibt natürlich immer eine wahnsinnige Reichweite, wenn wir hier vorhin von Reichweiten gehört haben. Wenn irgendwie auf so eine Party, keine Ahnung, 500 bis 1000 Leute gehen, jeder darüber was schreibt, jeder darüber Bilder bloggt, jeder dahin möchte, 1000 Leute auch gar nicht reinkommen, weil sie irgendwie dann nicht gut genug aussahen oder zu spät kamen, kriegt der ganze Blog, die ganze Marke Danny Diary auch nochmal eine andere Wertigkeit. Das heißt, da haben wir eben nicht Digital Branding, sondern wir haben im Prinzip Offline Branding, was aber sehr gut funktioniert. Das hat von Anfang an sehr gut funktioniert, diese ganze Partygeschichte, dieses Offline-Gehen und dieses die Leute treffen, aber auch selber da sein und selber mittendrin sein. Das gehört bei uns auch einfach dazu, dass wir da stehen und die Besoffensten auf der Party sind und irgendwann von der Bühne fallen und, keine Ahnung, gemeinsam wie gestern mit HP Baxter von Scooter ins Mikro brüllen, sowas halt. Genau, das hat sozusagen auf der Offline-Ebene dazu beigetragen, dass die Marke größer wurde, bekannter wurde und gestärkt wurde. Was haben wir noch gemacht? Genau, dann haben wir noch so ein paar weitere Aktionen, die wir gemacht haben, die allesamt eigentlich ganz gut getragen haben, die aber eigentlich mit dem traditionellen Blog-Business, also mit diesem, ich schreibe täglich einen Beitrag über Mode, gar nicht so viel zu tun haben. Das sind so Special-Projekte, die wir gemacht haben. Wir haben einmal ein paar Songs aufgenommen, irgendwie einen Weihnachtssong gesungen und einmal einen Sommerhit gespielt. Das sind so Sachen, die sind total witzig, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich dadurch die Möglichkeit, so ein bisschen rauszustechen aus dem ganzen Mode-Blogger-Business, wo man sich irgendwie mit seinem Outfit jeden Tag fotografiert oder wo man eben über den neuen Nike-Turnschuh schreibt, so ein bisschen rauszustechen. Und ich glaube, das hat tatsächlich sehr geholfen, um die Marke Danny Diary interessanter zu machen als andere Mode-Blog-Marken. Was haben wir denn noch gemacht? Wir haben ein Fashion-Designer-Quartett gemacht, das war im Prinzip auch ein Offline-Ding. Wir haben ein Quartett selber entwickelt und gemalt, gezeichnet, wo wir Modedesigner sozusagen vorgestellt haben. Wir haben, wen haben wir gehabt? Karl Lagerfeld und eigentlich alle, Marc Jacobs und sowas, und haben das natürlich so ein bisschen witzig, so Danny Diary typisch, ein bisschen spitz formuliert und ein bisschen hahaha und so ein bisschen was zum Schmunzeln, sowas wie, welche Penisgröße hat Karl Lagerfeld und ist der Schwanz jetzt größer als der von Marc Jacobs und wer gewinnt dann? Das war eben auf den Karten drauf, das haben wir produzieren lassen und haben das an Moderedaktionen geschickt, also an klassische Zeitungen oder Zeitschriften, die dann darüber berichtet haben. Auch das hat super funktioniert, auch das ist nicht klassisches Blog-Ding gewesen, sondern ist auch mehr was gewesen, wo man sozusagen aus dem Blog heraus oder die Marke aus dem Online-Bereich nimmt und in die Offline-Welt führt.
Da hat dann nicht zuletzt haben so klassische Zeitungen wie die Neue Zürcher Zeitung oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber geschrieben. Was ich immer viel spannender finde, sozusagen so einen Blick mal auf unsere Arbeit zu kriegen, als wenn irgendein anderer Modeblog drüber schreibt und sagt, ha, ist aber lustig, wenn wir jetzt das Kartenspiel zugeschickt bekommen. Was haben wir noch gemacht? Genau, zu diesem Kartenspiel haben wir eine Ausstellung gemacht, eine Vernissage, wo wir Leute eingeladen haben, das ist dasselbe Spiel wie mit den Partys, sozusagen offline gehen, selber greifbar sein, da sein, sozusagen nicht nur in der Online-Welt präsent sein, sondern auch tatsächlich, Leute, ihr könnt auch mal gucken, wie das bei uns tatsächlich aussieht. Wir haben das die Leute in unsere Wohnung eingeladen oder in unser Office, was so ein Wohnoffice ist, und haben 48 Stunden im Prinzip die Türen offen gehabt und haben dann da auch geschlafen und gegessen und die Leute konnten kommen und gehen und sich diese Kartenspiele angucken und die Bilder, die an den Wänden hängen, und waren dadurch natürlich total greifbar und total transparent. So, das habe ich. Lass mich mal überlegen. Natürlich, genau, dann der nächste Step. Uns wurde das dann ein bisschen langweilig hier in Deutschland, weil irgendwie haben wir schon 100-mal über die Fashion Week geschrieben und haben auch schon 10-mal irgendwie blöd über Guido Maria Kretschmer geschrieben. Das ist irgendwie alles ein bisschen langweilig und es gehen hier so ein bisschen die Gegner aus. Auch das ist bei Danny Daria so ein typisches Stilmittel, dass wir uns natürlich Leute raussuchen, die wir sozusagen als Gegner nehmen und uns so ein bisschen Schlagabtausch mit denen liefern. Da gibt es aber gar nicht mehr so viele in Deutschland, mit denen wir es nicht schon aufgenommen hätten oder wo es noch spannend wäre. Und manche wollen auch nicht unsere Gegner sein und finden das dann so ein bisschen blöd. Also haben wir uns überlegt, gut, was machen wir? Wir gehen einfach mal raus in die Welt, gehen international. Wir sind dann letztes Jahr nach Mailand geflogen zur deutschen Gabbana Modenschau und haben da den ersten Flitzer, Nacktflitzer in der Modebranche gehabt und dazu ein Video produziert. Wir haben im Prinzip einen Freund von uns eingeschleust in die Modenschau, der dann einmal nackt über den Catwalk gerannt ist und sozusagen die Show zerstört hat. Was uns wahnsinnig viel internationale Presse gebracht hat. Also in Italien war es in jeden Abendnachrichten im Fernsehen und in jeder Zeitung auf der Titelseite am nächsten Tag. New York Times hat drüber geschrieben und ganz viel amerikanische Medien sonst noch. Das war sozusagen unser internationaler Durchbruch, unser internationaler, im Prinzip das, was der Fashion-Porno damals für Deutschland war, war der Nacktflitzer für international, was nur wieder zeigt, Nacktheit zieht tatsächlich. Es ist so blöd und so einfach, aber genau das ist es. Schwanz zeigen geht immer. Genau, das haben wir da gemacht. Witzigerweise war das nicht mal für Deutsche und Gabbana besonders schlimm, weil die tatsächlich mehr Presse dadurch bekommen haben, als sie jemals von der Fashion Show zuvor bekommen haben. Das heißt, es war eine Win-Win-Situation, die haben sich hinterher sogar bei uns bedankt. So, was habe ich denn noch auf meinem Zettel? Ich muss ein bisschen mich beeilen, habe ich gerade gehört. Genau, wir überlegen jetzt, was können wir weitermachen, wie können wir unsere Marke weiter ausbauen, wie können wir sozusagen Danny Diary für uns auch selbst interessant halten, aber den Markenwert sozusagen weiter steigern. Wir sind gerade dabei, dass wir versuchen, die Marke in andere Bereiche zu tragen. Wir versuchen, mehr Design-Kollaborationen zu machen, sozusagen unsere Expertise in Ästhetik auch selber im Design umzusetzen. Da werden dieses Jahr, ich glaube, 3 verschiedene Designs rauskommen. Wir bringen einen Turnschuh raus, einen eigenen. Wir bringen eine Lederhose raus, eine Trachtenlederhose zum Oktoberfest. Das sind einfach so Sachen, ich glaube, man muss Dinge machen, die die Leute nicht wirklich erwarten, wo die Leute nicht wirklich mit rechnen und die aber man trotzdem dann real performen kann. Und ich meine, die Lederhose wird total geil sein, wenn wir jetzt die ersten Samples bekommen. Die sieht total super aus. Und weil ich zum Ende kommen muss, sage ich einfach mal, wir sehen uns auf dem Oktoberfest und viel Spaß noch.